Blackout. Wie kann ich meinen Betrieb darauf vorbereiten? Was tun, wenn in Österreich das Licht ausgeht? Als verantwortungsbewusste Unternehmer möchten wir keine Panik auslösen, sondern schlicht und ergreifend darauf vorbereitet sein, wenn im Falle des Falles der Strom ausfällt, unerwartet und längerfristig, denn so ist ein Blackout definiert. Wir als GRECO sind Österreichs größter Risiko- und Versicherungsmanager. Wir arbeiten am und mit dem Risiko unserer Klienten, damit diese sich auf ihre Kernkompetenz konzentrieren können. Um das geht es, liebe Unternehmerinnen, liebe Unternehmer. Sie müssen schauen, dass Ihr Unternehmen so sicher als möglich ist, wenn es wirklich zu einem Blackout kommt. Ein Restrisiko wird immer bleiben. Wir können Ihnen sagen, wie Sie zumindest teilweise dieses Restrisiko finanzieren können. Die Pandemie war schon mit einer Wahrscheinlichkeit von über 50% beurteilt und das Blackout haben wir mit einer Wahrscheinlichkeit von über 74% an Eintrittswahrscheinlichkeit klassifiziert. Mit einem Eintreten so eines Blackouts wahrscheinlich in der nächsten Dekade zu rechnen sein wird. Die Jahreszeit, in der das Blackout auftrifft, es ist sehr wohl relevant, der Wochentag, an dem sich dieses Ereignis ereignen wird und vielmehr noch der Ereigniszeitpunkt. All diese Zeitpunkte, diese verschiedenen, bedingen von Ihnen und fordern von Ihnen, und das ist also das Fiese an dieser Geschichte, komplett andere Vorbereitungsmaßnahmen. Das Blackout ereignet sich gerade am 11 Uhr Vormittag, dann haben Sie das Riesenglück, dass alle Ihre Mitarbeiter gerade im Dienst sind und die werden dort wahrscheinlich bleiben, ob sie wollen oder nicht. Wenn sich das Ganze um 2 in der Früh ereignet, haben Sie gänzlichen Zugriff und gänzliche Kommunikation zu Ihren Mitarbeitern verloren, wenn Sie diese nicht vorhinein sicherstellen und gewährleisten. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf 1,18 Milliarden Euro gesamt Österreich in den ersten 24 Stunden. Wenn Sie sich als Unternehmer auf derartiges Szenario vorbereiten, werden Sie nicht umhin kommen, folgende Handlungsfelder zu bearbeiten. Es ist die Energie für Sie relevant, Wasser-Abwasser-Thematik, Verpflegung, Essen, Finanzen, Mobilität, Gesundheit, Sicherheit. Als allererstes Ihrer Fragen, wenn Sie sich dem Thema stellen, wird überhaupt diese sein: Ist es überhaupt erforderlich, dass ich meinen Betrieb in dieser Zeit weiterführe oder nicht? Wesentlich für die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung im Blackout ist aber die Awareness der Bürger. Wie gut sind die Bürger auf diesen Vorfall vorbereitet? Schlüssel einer positiven Krisenbewältigung sind die Verfügbarkeit von elektrischer Energie, Treibstoff und Attacker-Systeme. Die Vorbereitung, Krisensicherheit der Infrastrukturbetreiber ist da essentiell. Die Heizung wurde schon angesprochen, das ist ein wirklich großes Thema. Ich kann nicht sagen, stell da einen Gasofen in die Küche, weil da habe ich vielleicht das Problem, dass ich da stick. Batterieradio sollte ich unbedingt haben. Der ORF hat den Auftrag, weiter zu senden. Er hat den Auftrag, mich zu informieren. Bitte denkt daran, solange die Autobatterie voll ist und ich habe kein Batterieradio, dann sollte ich mir überlegen, ob ich nicht alle volle Stunde einmal hinausschaue und Auto also einschalte, ja, anstatt bitte Garagentor aufmachen und hineinhören, ob es irgendwas Neues gibt. Und nur weil seine Familie versorgt weiß, kann sich dann überhaupt um sein Unternehmen kümmern. Und noch ärger ist, das hat der Magister Doppler sehr gut gesagt, bei den Mitarbeitern. Ich brauche gar nicht damit rechnen, dass die Mitarbeiter in die Arbeit kommen, wenn die ihre Familie nicht versorgt wissen. Dieses Problem hat jeder von uns, aber ich sage Ihnen, dieses Problem hat auch jedes Krankenhaus, dieses Problem hat jede Polizei, dieses Problem hat auch jeder Bundeswehrangehörige. Immer überlegen, was muss ich technisch betrachten, was muss ich organisatorisch betrachten, was muss ich personenbezogen betrachten. Wenn ich sage technisch, ja, was ist da gemeint? Alles, Fahrzeuge, Gerätschaften,
vielleicht irgendwelche Objekte, die ich dazu brauche, aber auch Treibstoffe, Materialien, ja, alles, wo ich sage, okay, ich muss das unbedingt weitermachen, wie kriege ich das? Wenn ich organisatorische Maßnahmen mache, dann überlege ich mir meinen Notfallplan, ich lege meinen Krisenstab fest, wo ich genau irgendwie sage, wer muss mitentscheiden, wer kann mir helfen. Ich lege fest einen Zeitplan, wann muss was erledigt werden. Ich überlege mir, wie verständigt wird. Ja, das kann sein, eben zuerst mit Kommode einer, ja, dann macht mir der Plan vergeben, dann überlege ich mir, okay, muss ich irgendwann, wenn ich zum Beispiel ein Unternehmen habe mit mehreren Filialen, muss ich einen Fahrer einteilen, der die Informationen von einem Standort zum nächsten gibt. Also da gibt es sehr viel zu tun. Sehr viele Unternehmen bedienen sich da auch externer Fachleute, weil eben die das erklärt haben und die wissen, okay, wie man so einen Prozess startet und dann auch richtig durchführt. Das Wichtigste ist, dass Sie sich vorbereiten auf das Ganze, weil wenn Sie den Schaden dann haben, da sind Sie ganz überwältigt mit vielen anderen Dingen und Ihre Kreativität ist nicht gegeben und durch die Nervosität, die man dann hat, ist man einfach nicht in der Lage, sowas in Ruhe abzuarbeiten. Wenn Sie Notfallpläne haben, wenn Sie Krisenpläne haben, dann ziehen Sie das aus der Lade und können hier besser agieren. Es gibt auch eine gute Nachricht. Was ist wichtig? Spezielle Einschlüsse mit dem Versicherer zu verhandeln. Sie müssen genau wissen, welche Risiken Sie haben. Und dann können Sie speziell sagen, okay, ich versuche jetzt mit dem Versicherer in meinen Verträgen die Folgeschäden eines solchen Risikos wieder in meinen Versicherer reinzuhängen. Und hier schließt sich wieder der Kreis, weil die Bereitschaft des Versicherers wieder davon abhängt, wie Ihre Schadenerwartung und Ihr Schadensausmaß ist. Und das Schadenausmaß und die Schadenerwartung hängt natürlich wieder von der Risikoqualität des Unternehmens ab. Und die Risikoqualität des Unternehmens, die wesentlichen Kriterien dafür, na, das sind natürlich wieder der Reifegrad des Risikos und des Krisenmanagements. Und Sie sehen, dieses Risiko- und Krisenmanagement ist auch für die Versicherungswirtschaft dann ein wesentlicher Punkt und natürlich auch für Sie, um diese möglichen Deckungen, die Sie wollen, vom Versicherungsmarkt dann auch zu bekommen. Vorbereitet zu sein auf den Ernstfall, um hier dann wirklich auch gezielt Maßnahmen zu setzen. Keine Angst vor der Krise zu haben, weil Sie können sich vorbereiten. Es gibt Möglichkeiten, sich vorzubereiten. Es gibt genügend Consultants, die Sie auch unterstützen bei dieser Vorbereitung, weil Vorbereitung ist die beste Strategie aus der Krise. Dass es regional beginnen muss. Es muss im kleinen Rahmen beginnen, das Ganze. Es muss wirklich von der Kommune ausgehen, von der Einzelperson. Das muss, wie Sie sagen, bottom-up gehen, weil wenn der Kleine versorgt ist, wenn die Familie versorgt ist, wenn vielleicht die Kommune versorgt ist, dann ist in nächster Ebene erst das Unternehmen dran und das muss den Unternehmen klar sein. Und deshalb sind auch die Unternehmen angehalten und das ist auch eine Botschaft, die wir vermitteln wollen in diese Richtung, wirklich ihre Mitarbeiter dahingehend zu sensibilisieren, sich persönlich abzusichern, weil nur dann kann das Unternehmen sicher sein, dass die auch wieder im Rahmen einer Krise auch in die Firma kommen.